Hi Leute und willkommen zurück zu No Man's Sky. Wir sind jetzt wieder auf meinem Heimatplaneten, wo ich die erste Basis errichtet habe. Und wir müssen jetzt mal im Weltall schauen, ob wir von hier aus in die Galaxie reisen können, wo Apollos Verbündeter ist. Ganz angeblich mit der Base helfen will. Hier Impulssprung will ich nicht. So, komm auch mal. Dann gleich wieder mit der Karte rumhantieren. Finde ich nicht so geil. Moment, frei bewegen. Das war nämlich immer der Knackpunkt, das frei bewegen. Dass ich nicht gecheckt habe, dass ich mich hier dreidimensional bewege und nicht so. Oh Gott, ist das riesig. Genau, weil hier müssen wir hin. Und ich glaube nicht. Oh, ich kann hinwarpen. Es funktioniert. Also habe ich endlich genug Hyperantriebstreibstoff oder Antimaterie. Und sorry, dass ich gestern keine Folge hochgeladen habe. Wegen der neuen Diablo 3 Season bin ich nicht so ganz hinterhergekommen, leider. Na, fliegen wir doch gleich mal zur Atlas-Schnittstelle. Gibt's wieder ein paar neue Wörter. Falls ihr Interesse an irgendwelchen Streams habt, bin jetzt wieder täglich abends auf Twitch live. Mal schauen, ob es hier wieder ein paar gute Worte gibt. Moment! Das ist doch eindeutig ein Pokéball, oder? Es ist ein Pokéball. Was da oben auch noch eine Öffnung hat. Realität. Ist ein gutes Wort. So. Ich höre jetzt erstmal, was der zu sagen hat, und dann suche ich die ganzen Wörter zusammen. Ist. Wait. What? Was ist das? Ist ein bisschen gruselig. Wusste nicht, dass Pokébälle so gruselig sind. Oh nice, Warp-Zell. Was soll dazu sagen? Klassensprache, die ich nicht verstehen kann. Ich wurde mit allem geboren, was ich zum Erkunden dieser Welten benötige. Mein Exo-Anzug, mein Schiff, jedes Werkzeug und jeder Impuls führte mich zum Scannen und dazu allen Dingen Namen zu geben. Aber was ich da sehe, hat keinen Namen. Ich sehe Welten. Doch, das ist ein Pokéball. Die es nie gab. Ich sehe die Regung von etwas Urigem. Das ist ein geiles Wort, Urig. Hier ist Urig, aber das Ding ist nicht Urig. Und unbestreitbar. Ich sehe den Todesschrei eines Gottes oder etwas, das sich nähert. Es möchte, dass ich diese Reise durchstehe und die Steine des Atlas suche. Es hat Freude an meinen Wiederholungen, meiner Konformität und meiner Wolke des Unwissens. Hab ich den Meilenstein Rosetta? Ich glaube nicht, oder? Ah, Tatsache, ich hatte den Meilenstein. Noosphärische Kugel. Okay. Ich habe keine Ahnung, was das macht. Aber ich gehe jetzt erstmal weiter sammeln. Jetzt 19,8 Grad. Schön heimelig. Bier. Es ist seltsam, dass nicht jeder von den Kugeln ein Wort gibt. Und nur manche. Jenseits. Und? Weil scheinbar gibt es mir keine Wörter, die ich woanders schon gelernt habe. Kann ich aber jetzt nicht so ganz nachvollziehen. Unseren? Sein. Was mich ein bisschen verwirrt, gibt es diese Atlas-Schnittstellen in jeder Galaxie?
Weil das ist jetzt mittlerweile schon ein ziemlicher Wortlernen-Simulator. Besonders wenn man von allen Völkern irgendwas lernen kann. Das müssten alle gewesen sein, oder? Weil dann schauen wir jetzt mal, wo Apollos Kontaktmann ist, der uns helfen soll. Hauptsache, da ist schon mal ein Planet mit aggressiven Wächtern. Der sieht nicht nett aus. Jetzt schauen wir mal. Galaxiekarte? Die bringt mir nichts. Moment. Okay, also muss ich doch noch ein Stück reisen. Moment, ich bin in der falschen Mission. Deswegen. Moment mal. Geist in der Maschine. Weil ich hatte jetzt eigentlich vor, mal zu der Raumstation erstmal zu fliegen. Aber ich kann ja hier wieder ein bisschen von dem komischen Zeug hier mitsammeln. Jetzt wieder ein bisschen Ressourcen selten mache. Ein bisschen Platin. So weit weg ist es noch nicht. Ist Platin wirklich rot? Ich kann mir vorstellen, dass das rot ist. Kann natürlich auch komplett täuschen. Oder es wird einfach so dargestellt. Na ja, dann landen wir mal auf der Raumstation. Weil irgendwie kommt mir der nicht dran. Mal bewegen. Komisch, ne? Weil jetzt werden wir die Quest wieder nicht mehr anzeigen. Obwohl der hier in der Galaxie sein soll irgendwo. Naja, jetzt schauen wir mal zur Raumstation. Moment. Irgendwas stimmt hier nicht, aber okay. Was strahlt denn der Planet aus? Ja, richtig weird. So, ein Landevorgang. Dürfen wir erstmal wieder ein paar Worte dann. Ein flüchtiges Raumschiff stört mich in der Raumstation, glaube ich jetzt nicht. Er fliegt mir hinterher und ballert mich jetzt hier nieder, aber es ist, glaube ich, weniger. Als erstes holen wir uns jetzt das Upgrade für den Anzug. Dass die Dinger sich so extrem upgraden lassen, ist heftig. 90.000, immer noch easy. Wenn es irgendwann eine Million oder so kostet, wird es dann schon anders. Multiwerkzeug, Platz hinzufügen, aber meins ist ja schon. Richtig gut. Vergleichen. Okay. Da fehlen halt die Plätze dafür, dass es halt eine B-Klasse ist. Was das für einen Unterschied macht, verstehe ich jetzt nicht so ganz. Ich will auch meine ganzen Plätze nicht aufgeben für die Upgrades. Was kostet denn das, das aufzuwerten? 10.000 Nanit, what the fuck? Ich habe ja auch Relikte bekommen, das heißt, ich kann jetzt wieder ein bisschen Ruf mit zusammenkratzen. So, schauen wir doch mal. Ich weiß bei diesen Entitäten nie, was man denen sagen soll am besten. Bin mir da einfach nicht sicher. Mysterium? Metall. Wird's wieder gebloppt, wieder ein Erfolg bekommen. Sprachfähigkeit üben.
Bei Echos war, glaube ich, nicht gut und Freund ist bei denen, glaube ich, auch nicht so gut, aber der Scanner ist, glaube ich, gut. Ja, Thema entfacht eine Leidenschaft im Wissenschaftler-Entität. Die Lebensform zeigt einen Datensatz, der die Entwicklung einiger Experimente grafisch aufbereitet. Ich kann kaum folgen, aber die Lebensform freut sich darüber, austauschen zu können. Ah, nice, Ruf. Ansehen ist immer gut. Bedienstete? Okay. Hilfe bitten? Reisender Symbol. Luke. Hört ein Glücksgeräusch aus, die Lebensform neigt den Kopf und lauscht. Zukunft-Gag? Ist das ein böses Wort? Berührt sanft meine Hand von Fingerspitze zu Fingerspitze, währenddessen bemerke ich, wie ein Geschenk auf meinem Konto eingeht. Oh! Nice, der hat mir Money gegeben. Habe ich gerade irgendwas Sexuelles mit dem gemacht? Ich hoffe doch nicht, oder? Oh, der sieht cool aus. Tod, Ehre. Jetzt bringen wir erstmal ein Wort bei. Schützen. So, du hast so sicher Ehre, Tod oder Gra im Angebot. Tod. Tod ist immer gut. Oh. Gott scheint die Lebensform beleidigt zu haben. Nein! Nein! Dann kriegt er halt ein Geschenk. Und es ist wieder ausgeglichen. Lost. Normalerweise stehen die total auf das Wort Tod, Ehre und Gra. Warum der das nicht gemocht hat? Keine Ahnung. Korax-Symbol? Monolith. Freund. Das verstehen sie, glaube ich, nicht, oder? Doch, als Hilfegesuch. Oh, er lädt meinen Exo-Anzug auf, nicht? Jedes Wort hilft mir. Oh, Wachs. Verehren. Ist Verehren ein gutes Wort für die Sprachausgabe? Wissen. Wissen ist immer gut. Oh, ein Upgrade-Modul. Nice. Oh, sogar A. Ah, für mein... Oh. Das ist nice. Das ist jetzt richtig nice. So, warum muss denn? Das ist richtig nice. Wow. Das ist cool. Extrem leistungsstarkes Upgrade für die Geologie-Kanone. Habe ich eine Geologie-Kanone? Ich habe keine Ahnung. Ist das eine Geologie-Kanone? Ich habe keine Ahnung. Ich habe echt keine Ahnung. Aber es ist ja wurscht. Kostenloses Upgrade ist ein kostenloses Upgrade. Entität leer. Könnte man jetzt als Berufsbezeichnung sehen, ein Entitätler. Siedlung. Was mich mal interessieren würde, ob es hier irgendwo Siedlungen gibt. Nanit. Ja, schade, es klang wird. Leutnant Manjain. Er starrt mich an, was? Oh, er geht kampfeslustig nach vorne. Das heißt, dann freuen sie sich, wenn ich irgendwie passiv bin. Oder tot oder Ehre sag. Bin ich mir ziemlich sicher sogar. Oh nein. Interlooping negativ? Oh. Oh, ich habe Eindruck gemacht. Nice. Ich weiß selbst nicht, was es heißt. Ich wüsste jetzt nicht, was Interlooping heißt. Aber wenn es mein Ingame-Char weiß, ist alles gut. Aggressionssymbol. Schmerz. Wäre vielleicht ein gutes Wort, wenn ich mich heilen müsste von denen. Geologisch. Die Lebensform legt mir einige Navigationsdaten vor. Nice. Das sind mal richtig nette Entitäten auf dem
Auf der Raumstation hier. Oh, Priesterentität. Warum eigentlich Priesterentität? Wollen die mich irgendwie bekehren? Das bis heute noch nicht ganz verstanden. Wiederherstellen? Schuftergeck, das ist für mich ein Bauarbeiter, oder? Nee. Es fehlt ihm jeglicher Tatendrang, er tut sich sogar schwer, auf sein Zeitmesser zu blicken. Oh ja. Ein bisschen faul. Mannschaftssymbol. Borderlich. Hm, kriegst sogar ein Gag-Relikt. Weil du so schön faul bist. Das müssen wir doch belohnen. So, Sprachfähigkeit. Der andere mochte Zukunftsgag. Ich weiß aber nicht, ob ein fauler Gag das Wort Zukunftsgag mag. Ich weiß auch nicht, was das bedeuten soll. Ist verblüfft. Oh, ist beeindruckt. Oh, gleich zweimal Ruf von dem bekommen. Das ist gut. Okay, die hatte ich alle schon. Dann würde ich sagen, gehe ich weiter, oder? Ja. Reisemeilenstein erreicht. Und jetzt schauen wir mal, wo dieser Apollo-Typ ist. Kann nicht sein, dass ich den nicht finde. Moment, ist der immer noch hier? Und warum wird mir hier Jan Kruger angezeigt in meinem Schiff? Wer soll das sein? Ich verstehe es nicht. Es ist gerade ein bisschen seltsam. Oh. Ah ne, ist die Atlas-Schnittstelle. Ist hier wirklich nur dieser eine große Planet? What the fuck? Moment, die kommt näher, oder? Na, Galaxiekarte. Zeig mir die Quest, es kann doch nicht sein. Oder muss ich da wirklich darüber? Das macht halt einfach keinen Sinn. Ah. Okay, warum soll ich jetzt nach Yutaki? Gott. Frei bewegen. Kann das echt nicht ab. So, was ist jetzt hier? Außerhalb der Sprungreichweite, aber müsste ich das nicht schaffen können mit meinen Warp-Zellen? Ich will mir gar nicht, dass der näher kommt. Oder reicht da einfach meine Reichweite nicht? Vom Gear her. So, wo war's denn? Ja. Das ist doch ein anderer Quest, das ist doch nicht mein Hauptquest. Aktuelle Mission, Atlas-Station, galaktisches Zentrum. Oh, ich check diese Map immer noch nicht. Das ist extrem seltsam. Wo haben wir es dann? Protokoll. Weil er aktiv ist. Das können wir mal den Planeten. Vielleicht ist ja irgendwas Gutes drauf. Aggressive Wächter. Das ist nicht so gut. Hm. Das ist jetzt richtig blöd. Weil die Galaxiekarte will mich unbedingt irgendwo anders hinlegen. Aktuelle Mission. Jetzt ist er aktiv. Ich klicke jetzt mal gar nichts. Das würde heißen, ich muss jetzt nach Volus Sorbo, wo ich aber nicht hinkomme. Das heißt, ich nehme jetzt irgendwas, wo in der Nähe ist. Das Individuumantrieb? Weil wenn ich was in der Nähe habe, dann könnte ich ja von dorthin leichter hinreisen. Ich mache das jetzt einfach mal. Ich habe ja noch eine andere Warpzone. Dann schaue ich mich mal um, ob ich nicht einen anderen Warp-Antrieb herkriege irgendwo. Dass ich weitere Distanzen hinlegen kann. What? Das ist schlecht. Flachtschiffe entdeckt? What? Ich will keine Schlacht.
Kann ich die überhaupt gewinnen? Ich habe einen ganz schlechten... Nee, das kann ich auf keinen Fall gewinnen. Das ist gar nicht gut. Muss hier weg. Ja, schön und gut, dass ihr mit mir kämpfen wollt. Ich will aber nicht mit euch kämpfen. Ist hier einfach mal eine Weltraumschlacht. Bin mir nicht sicher, ob ich überhaupt von denen wegkomme. Es wäre jetzt richtig schlimm, wenn ich nicht von denen wegkomme. Oh, das ist was Grünes. Impulsantrieb online. Komm schon. Das war jetzt aber ein bisschen unschön. Muss ich auf dem Planeten landen? Ich glaube, die verfolgen mich immer noch, oder? Wo ist hier die Raumstation? Ist das Notfallsignal? Na, gehen wir mal zum Notfallsignal. Vielleicht kann man denen helfen. Nee, das ist die Schlacht. Ach so, die Dinger soll ich abhören. Zwei Schiffe sind so. Jetzt verstehe ich das. So. Die sind gar nicht feindlich. Ich meine, der eine steht noch, oder? Aber wo? Okay, irgendwo ist einer. Rechts. Ah, da. Erster Raumschlacht. So, krieg ich jetzt was von denen? Und jetzt? Neuling. Frachtkapsel, magnetisches Verbot. Was? Ist das böse? Ne, das ist das, wo die transportieren, oder? Wenn ich das abböller, bin ich böse, oder? Sprich mit dem Kapitän. Okay. Kommunikator. Freund, Juruf, Freund mit Gag. Blablabla. Bla bla. Lebensform, bei der es sich um Kapitän des Frachters handelt. Entschuldigung. Scheint sichtlich mit Handzeichen. Heißt sie mich an Bord willkommen. Kommunikation beenden. An Bord willkommen? Okay, darf ich bei denen an Bord oder was? Wo? Wo ist denn der Eingang? Hm? Karte, du bist komisch. Ich bin schon da, aber wo soll ich landen? Ich kann jetzt schlecht auf den hier im Schiff landen. Haben die irgendwo einen Eingang? Falls ja, sehe ich ihn nicht. Weil der hat ja gesagt, er heißt mich auf seinem Schiff willkommen. Aber sag mal. Also Karte ist irgendwie echt seltsam. Frachter. Ist das jetzt der richtige? Und wenn ja, wie soll ich da bitte drauf kommen?
Wie soll ich denn da landen? Oder war das überhaupt so gemeint, dass ich auf dem Ding landen soll? Bin absolut verwirrt gerade. Moment, was sagt denn mein Quest? Weltraumrentung. Ja, aber ich war doch gerade schon in der Kommunikation drin. Wie kann ich denn jetzt mit ihm reden? Leute, sorry, falls ich mich jetzt gerade blöd anstelle, aber ich sehe jetzt nicht, wo ich da an dem Frachter landen sollte. Naja, das könnte ich mal den Planeten so lang. Oder kann mir irgendjemand... Das ist seltsam. Lande ich denn auf dem Frachter? Das ist doch der. Ne, der ist es. Da ist der eine. Oh, what? Undock-Vorgang eingeleitet? Das hat sich aber schmerzhaft angefühlt. Jetzt geht's. Hä? What? Das war gerade mehr als seltsam. Wo ist der Kapitän? Erstmal Loot klauen. Wo ist denn El Capitano? Ist ja da oben. Richtig weird. Wie halt einfach mal gar keiner ist. Ganz schön leer. Ist hier überhaupt noch irgendwas außer das komische Ding da drüben? Es ist halt einfach mal komplett leer. Aber das ist gesichert, ich sehe es ja. Sonst wird es hier nicht rot leuchten. Glaubt es, klaue ich lieber nicht. Moment. Das ist der Frachterkapitän? Ach nee, wir sind Gag. Hallo. Warum kann ich nicht mit euch reden? Ja, hallo, Kommandant. Freund, dein Hilfe, Gag und großartig. Das kleine Wesen plappert aufgeregt und springt von einem Fuß auf den anderen. Es gestikuliert wild über die Brücke und zeigt in Richtung des Bedienfelds. Das heißt, fragt das. Es scheint mir anzubieten, das Kommando zu übernehmen. What? 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 18.400.000? What? Das kann nicht dem sein Ernst sein, der will mir ein Schiff schenken? Ich will's haben. Frachterflotten. Frachter haben mehrere Vorteile, wie zum Beispiel eine portable Basis. Oh, und ein sehr großes Inventar. Außerdem geben sie dir die Möglichkeit, Fregatten zu befehligen. What? So Leute, das machen wir in der nächsten Folge. Ich bin jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Er hat mir einfach mal sein komplettes Frachtschiff geschenkt, dafür, dass ich sie gerettet habe. What? Darf der das überhaupt? Naja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut, ciao.